So Leute, jetzt hier, guten Morgen wieder und ich habe jetzt von der Petra von Swimbase ein ganz interessantes Tool bekommen und zwar ist es der Access Pullboy von Finis. Ich kann jetzt im Vorfeld noch nicht viel darüber sagen. Ich werde jetzt gleich zum ersten Mal damit schwimmen und werde das Ding für euch testen jetzt. Im Vorhinein, was kann ich darüber sagen, ist natürlich ein Schaumstoff Pullboy, also vergleichbar wie hier zum Beispiel vom Material. Okay, es ist ein bisschen weicher, aber ich denke, das Material ist das gleiche. Und was mir natürlich direkt auffällt, sind die zwei Löcher hier. Also jetzt nichts Falsches denken, aber ich denke, das Ganze wird gleich deutlich, was es bewirkt. Es ist zum einen eine Fußfessel oder eine Handfessel, aber man kann es auch quasi hier als normales Pullboy benutzen, also quasi hier einfach wie ein Pullboy unten reinklemmen und sowohl kann man es aber auch zum Beineschwimmtraining benutzen, indem man jetzt die Arme hier reinmacht und nachher einfach hier zusammentut und das stelle ich mir eigentlich ganz geil vor, weil das natürlich ein Beinetraining sein könnte, wo man einfach weniger Auftrieb hat durch dieses Pullboy als mit einem gewöhnlichen Brett oder mit diesem anderen All-in-One-Tool Arena Pullboy zum Beispiel, wo man auch für Arme und Beine benutzen kann. Und wir haben hier natürlich eine größere Öffnung, eine kleinere und das macht man natürlich hier, je dicker der Arm wird oder je dicker die Wade wird, also macht man das quasi mit der dünneren Öffnung Richtung Hand oder Fuß. Ich werde das jetzt einfach mal zwei, drei Bahnen austesten und werde euch dann sagen, was ich davon halte. So, ich fange einfach mal mit dem Beineschwimmen an. Machen wir das einmal so rein. Also wirklich die Handhabung ist relativ einfach. Einfach Finger reinstecken und los geht's. Okay, das Ganze muss ich sagen, es hat mich extrem positiv überrascht. Wirklich, gerade auch kann ich mir vorstellen, für kleine Kinder oder für Leute, die jetzt einfach mal die letzten 5 Meter gerne dann die Arme zur Hilfe nehmen wollen, können das hier einfach nicht mehr machen. Es hat genug Auftrieb. Man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie jetzt ohne Brett schwimmt und die Arme absinken, sondern man kommt wirklich gut voran, ohne dass man jetzt hier durch die, sagen wir mal, nicht aerodynamische Fläche hier vorne irgendwie gegen das Wasser schiebt, sondern dadurch, dass man die Arme trotzdem vorne noch zusammen hat, hat man wirklich gut Vortrieb, man hat keinen Widerstand, hat mir extrem gut gefallen. Jetzt mache ich mal die normale Variante und stecke mir das Ding einfach hier zwischen die Beine und los geht's. Ja, ich denke, da muss man nicht viel dazu sagen. Wenn man es jetzt hier mal im Vergleich zu dem Adidas Pullboy sieht, es ist natürlich hier in der Mitte ein bisschen breiter. Das ist einfach Geschmackssache. Manche Leute mögen es einfach, wenn das in der Mitte ein bisschen dünner ist. Manche mögen es, wenn es ein bisschen breiter ist. Da gibt es viele Varianten. Und das ist sicherlich eine der breiteren Sorten. Und wie gesagt, das ist Geschmackssache. Da hat jeder einfach andere Vorlieben. Und jetzt kommen wir aber zu der letzten Test und zwar zu der Bahn, wo ich mir die Fußfessel an die Beine mache. Ja, Handhabung auch hier wirklich super einfach, dauert keine 2 Sekunden, dann ist das Ding dran und es hält auch wirklich fest, also wenn man hier ein bisschen rüttelt, man muss wirklich schon extrem arbeiten, dass man die Füße rauskriegt und
wie gesagt, je dünner die Beine sind, desto weiter kann man das nach oben schieben. Oder wenn man einfach jetzt dickere Waden hat, das ist halt näher am Fußgelenk. Schwimmen wir einfach mal eine Bahn. Ja, ich mache gerade noch mal eine Bahn. Coole Sache, schon jetzt mal eine Bahn rücken. Okay, also eine Sache ist mir aufgefallen. Ihr müsst wirklich, also wenn ihr euch abstößt, presst die Beine ein bisschen zusammen, dann hält das Ding einfach wirklich bombenfest und man kann sich geil abstoßen. Dadurch, dass es jetzt weiter unten ist, hat es für mich gefühlt wesentlich mehr Hilfe zum Vortrieb gebracht als ein herkömmliches Pullboy. Also wirklich geile Variante. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen schneller als beim normalen Armeschwimmen. Aber meine Beine sind auch zeitgleich ruhiger. Man hat ja immer das Problem, wenn das Pullover jetzt hier direkt unter der Badehose oder unter dem Badeanzug ist, kann man natürlich immer noch mit den Beinschlägen dazu arbeiten und unterstützen. Es fällt hier jetzt weg und dadurch, dass die Vortriebshilfe jetzt ganz am unteren Ende ist, muss man mit dem Körper mehr mitarbeiten, um jetzt nicht durchzuhängen. Ihr kennt das ja, wir haben hier die Arme, hier die Beine. Und normalerweise haben wir in der Mitte das Pullboy, das hilft uns hier nach oben, jetzt haben wir es unten. Das heißt, ich muss meinen Bauch anspannen, dass ich nicht durchhänge, sondern die Körperspannung halten kann und wirklich den kompletten Auftrieb des Pullboys, die Hilfe, auch quasi in Schwimmgeschwindigkeit umsetzen kann. Ich muss sagen, ich bin extrem positiv überrascht. Es ist ein extrem cooles Gimmick, also ich werde es definitiv ab und zu mal einsetzen und ich glaube, es ist auch relativ günstig, also schaut einfach mal bei swimbase.de vorbei oder im Laden. Und wirklich, also Fazit positiv. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr Produkttests wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Gebt mir auch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr das natürlich gerne machen. Ich gehe jetzt unter die Dusche. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.